Heute bei Das Leben einer Mutter. Bei der 66-jährigen Barbara Streisand hat es geschneit. Sie wird nun rausgehen und uns den Schnee zeigen. Also genießt Mutter begegnet Schnee. Das ist richtig viel Schnee. Mutter, machen Sie mal auf. Hallo! Ah, hallo Mutter. Moin Moin, gucken Sie mal, ich habe meine Brille wieder. Ah, haben Sie wiedergefunden? Ja, gucken Sie mal, hier ist Schnee. Ah, wie geht's Ihnen heute so? Wo ist? Scheiße. Hier ist ja ganz viel Schnee. Ja, hier ist ganz viel Schnee. Ich hasse Schnee. Warum? Ich habe Schnee schon seit 5 Jahren nicht mehr berührt. Ah, okay. Ich berühre mal. Ja. Ihre Jacke sieht ein bisschen zu eng aus. Schnee schon so lange nicht mehr berührt. Eigentlich hasse ich Schnee, aber für euch, meine Fans, mache ich das. Gucken Sie mal hier. Warum hassen Sie Schnee? Ja, Schnee ist einfach eklig. Guck mal, wir gehen hier rauf. Soll ich mich da mal reinlegen? Da, in den Schnee legen? Ja. Machen Sie mal. Scheiße, alles so für euch, meine... Okay. Oh, ihr ganzes Dach ist ja zugeschneit. Was sagen Sie dazu? Ich hasse es. Guck mal, wir brauchen mal eine schöne, fette Schneeflicht. Hier, Mädchen, Sie rennen da jetzt rein. Ich mache einen Schneeengel. Okay, machen Sie. So. Ja. Ich bin so fett dafür. Oha. Mutter, ist Ihre Jacke nicht ein bisschen zu eng? Yikes. Kommen Sie wieder hoch? Hilft mir. Helfen. Helfen. Kommen Sie! Oh, sie klappt! Danke! Mein Schneeengel! Scheiße, sehr hässlich! Na, sieht man gar nicht, ne? Ach, meine Mütze! Wir gehen mal in meinen Garten! Ach, gehen Sie hier durch? Ja, hier ist ein kleiner Geheimweg! Ich beobachte mich auf die Nacht, dass man hier keine Schweine hat! Oha! Gucken Sie mal, da ist eine fette Schnee, ne? Ich mache jetzt was, das müssen Sie sehen, das mache ich nur für die Klicks! Nur, so okay, was, ne? Was machen Sie denn? Wir stellen es mal gegen! Okay! Ich kriege keine Luft durch die Jacke, ey! Mutter, was haben Sie vor? Oha, das glaube ich, ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Nochmal, ich möchte das hier drauf haben. Aber warum machen Sie das? Brauchen Sie Geld? Ja. Hartz IV bezahlt nicht oder? Oh, oh, oh. Oha, war glaube ich keine so gute Idee, Mutter. Kommen Sie mal lieber wieder raus. Oha. Oh. Oh, Mutter, jetzt habe ich auch ein bisschen was abbekommen hier. Juckt's wen, nein. Kommen Sie wieder raus da. Oha, Mutter, passen Sie auf. Ich werfe Sie jetzt ein Schneeball. Nein, nein, lassen Sie das. Filmen Sie doch! Ja, die Kamera, passen Sie auf, Mutter. Bitte lassen Sie das lieber. Soll ich überhaupt? Ach, darauf gehen, ich glaube, das ist gar keine gute Idee. Sie werden. Das war nicht meine Absicht. Sie werden ausrutschen, Mutter. Oha. Gucken Sie mal! Ich bin Gott! Ja. Und jetzt? Ich möchte was zeigen. Oh. Alles gut, Mutter? Alles gut. Nichts gebrochen? Nee. Oh, oh, oh. Sollen wir Ihnen helfen? Nee, ich schaff das. Hier ist alles kaputt. Ai, ai, ai. Kommen Sie lieber wieder runter, Mutter. Nee. Ich mache hier mal Laub, okay? Was machen Sie? Hier langlaufen, eine gute Idee? Nee. Ah. Oh, Mutter, alles gut? Nee, okay. Sie müssen, kommen Sie lieber wieder runter. Das ist hier, glaube ich, gefährlich für Sie. Ich schaff's nicht. Kommen Sie rauf mit mir. Wir kommen da jetzt nicht, wir gehen da nicht rauf. Ja, Rache. Ah. Bitte lassen Sie es. Mich krieg ich. Mutter, wollen Sie jetzt wieder runterkommen? Nee, ich möchte einen Sumpf machen. Oha. Scheiße. Oh, haben Sie sich was gebrochen? Nee, ich habe nicht runterzukommen. Sieht ein bisschen, sieht ein bisschen armselig aus. Mutter, alles gut? Gucken Sie mal, nehmen wir ein paar Schaukeln. Ah, Ihre Schaukeln sind auch zugeschneit. Soll ich mich darauf setzen? Na, machen Sie lieber nicht. Ja. Haben Sie Kritiken daran, dass alles zugeschneit ist? Ja. Man kann hier gar nicht richtig lang gehen, ohne direkt hier Schneeschuhe anzuziehen. Ich kann ja auch mal hier Schnee sich erbissen. Ich kann Menschen nicht verstehen, die Schnee mögen. Falls ihr Schnee mögt, ja. Ihr seid nichts zu brauchen. Ja. Nehmen Sie Ihre Pest an. Soll ich mal einen Mini-Schneemann bauen? Ja, machen Sie. Können Sie forschen, so Timelapse oder wie man das nennt? Ja, machen wir. Nee, ich gebe auf. Das sah doch. Nee. Ja. Nee. Aber nein, nein, nicht. Was ist denn das? Wir schneiden das nicht raus übrigens. Kann ich mich hier nicht mehr hinsetzen? Ha! Ja. Sie haben gerade Ihre Wand mit Schnee beworfen. Wenn ich sie nicht mit Schnee beworfen darf, und man jetzt zersprengt. Das ist Ihr Haus, ne? Scheiße! Ah, jetzt sind sie auch. Also, ich lasse es fahren. Ha! Ja. Was machen Sie jetzt? Ich werfe die Nachbarskinder auf. Sind die mein Fenster damals eingeschlagen haben? Ach, die. Rückblick, bitte. Rückblick? Warum? Oh ja, mein ganzes Fenster ist Schrott. Oh, oha, ist ja alles kaputt. Diese kleinen
Nachbarkinder haben mein Haus zerstört. Oh. Run! Flüchten Sie, Mutter, flüchten Sie. Mutter! Scheiße! Alles gut. Nee. Komm so hoch. Ist dann schon nass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, die Nachbarskinder gucken schon. Die müssen weg hier. Scheiße, die kommen, die holen ihre Mutter. Oh Scheiße, Rense. Mutter, Rense, alles gut. Rense, Rense, Rense. Oh, ah, Baum. Mutter! Gebrochen was? Nein, Scheiße, die kommt die Auffahrt. Die Mutter kommt schon. Komm so. Ich hab die nämlich ins Auge. Rense. Rense. Oh, Mutter. Rense. Rense, komm sie. Rense. Los. Krabbeln sie weg. Oh, die Mutter ist da. Die kommt in den Garten. Hallo, was wollen Sie, die Missgeburt? Hallo, ich habe eine Beschwerde. Wieso werfen Sie meine Kinder ab? Hilf uns mal bitte nicht. Was wollen Sie, die kleine Missgeburt? Warum werfen Sie meine Kinder ab mit Schnee? Das geht so nicht. Ich werde aber die sammeln. Hallo, nicht filmen. Ja, Sie sollen hier was. Ich hab Riesen von meinem Grundstück. Oh, haben wir Mutter. Mutter, Nee. Ich schreibe eine Anzeige! Oh, haben Sie gerade Schnee auf die Mutter geworfen? Ja, verwiesen Sie schon mal Grundstück! Nicht filmen! Verwiesen Sie schon mal Grundstück! Ja, oh Gott. Ich Schnee auf mich wie. Ihr Kinder soll mal nicht rumflennen, nur ich schiebe mir die Schnee mal ab hier. Oh Gott, Mutter, legen Sie sich. Verwiesen Sie sich! Mutter! Oha! Haben Sie vertrieben? Ich hab vertrieben. Ja, das sehen Sie an der Stelle. Die Bullen! Rense, Mutter, Rense! Rense, Rense, Rense! Scheiße! Hey, hey, hey! Rense! Scheiße! Scheiße, wir müssen rennen! Larry! Das gibt Hilfe! Rense, Rense, los! Los, Rense, Mutter, Rense! Nicht stolpern, nicht stolpern! Nein, sie sind auf ihr Blumenbeet gekrabbelt. Geben Sie Gas, krabbeln Sie! Komm, wir helfen Ihnen hoch! Ach, das schaffen wir nicht! Kommen Sie! Rense, Mutter! Rense! Ich komm nicht hoch! Können Sie wieder aufstehen? Ich bin jetzt nicht so lange wieder! Kommen Sie doch! Mutter! Ich komm nicht hoch! Mutter! Hallo, ist die Polizei. Tun Sie, ob Sie tot werden? Ja. Warte, was machen Sie hier? Wir filmen hier. Hallo. Sie kriegen eine Anzeige. Wieso? Weil Sie dass die Mutter und das Kind abgeworfen haben mit Schnee. Können Sie sich verletzen? Deswegen kann man keine Anzeige bekommen. Ich hab die ja nicht mal verletzt. Hallo, filmen Sie auch die Polizei. Nee. Hallo. Hallo. Das ist die Polizei nicht. Hallo. Nee. Hey, filmen Sie mal nicht. Hallo, jetzt reicht's aber auch hier. Oh, du hast besser als die kleine Mistgeburt. Hey, was sagst du für... Warum darf ich unterstützen? Keine Anzeige. Hey, hey, hey. Hey, verpissen Sie sich. Boah, was machen Sie? Hey, werden Sie gewaltig. Kamera weg. Oh, ja. Hey. Hauen Sie ab hier. Es gibt noch ein Problem hier. Verpissen Sie sich. Dieses mein Gut und Feld hier. Hauen Sie ab. Es gibt noch Ärger. Nee. Hauen Sie ab. Mutter, was machen Sie? Hey, das sind die Fotos. Hauen Sie ab. Mutter, das würde ich Ihnen nicht raten. Hey, hey, also auf jetzt filmen. Verpissen Sie sich. Wir gehen. Hauen Sie ab. Was ist da gerade passiert, Mutter? Ich hab dem Bullen mal gezeigt, wie hier die Frau im Haus ist. Sie haben die Bullen mit Stöckern beworfen. Ich glaube, das war keine... Stolz auf mich! Kinderchen, du hast immer Beamte mit Stöckern. Nein, nein, mach das bitte nicht. Beamte sind kein... Oh Gott! Die sollten sich mal schön selber ans Grab bringen. Ja. Ich unterstütze das nicht. Bitte nichts nachmachen. Wenn ich aufkreuzen, dann riege ich meinen Arsch ab und hol mir Knarren. Tschüss, ich gehe jetzt, ich bin fertig. Ja, gehen Sie jetzt einfach? Mutter, wegen Ihnen haben wir sogar schon Anzeigen bekommen. Ja. Wir gehen dann, ne? Tschüss. Tschüss. Das war es jetzt hier auch wieder mit Das Leben einer Mutter. Bitte wehrt euch nicht gegen Beamte, so wie es die Mutter hier getan hat. Bis dann. Oh, Pony, bitte nicht. Das geht alles in meinen Socken rein. Das ist ultra, ultra ekelhaft. Du kennst mich doch. Ich kann nur was nicht. Das bleibt mir auch jetzt drauf. Scheiße, Mann. Bitte, Pauline. Nee, ich lass das doch. Die Kamera. Kommt denn hier? Ist alles in meinen Schal reingegangen.